Herzlich willkommen bei Shorts Whisky Ecke. Und heute habe ich hier einen Whisky auf meinem Fassdeckel, auf den freue ich mich schon ganz besonders, weil, wie ihr bestimmt gemerkt habt, bin ich eigentlich ein Freund von zumindest auch Sherry-fass gereiften Whiskys. Und das ist ja heute eigentlich ein Paradebeispiel eines schönen 12-jährigen Sherry gereiften Whiskys. Das ist nämlich der Glendronach 12 Jahre. Glendronach ist eine Brennerei, die liegt in den östlichen Highlands im Forgy Valley, wurde 1826 von James Allardyce gegründet und ja, war eine ganz lange Zeit Hauptbestandteil verschiedener Blended Whiskys, zum Beispiel Teachers und Ballantines, zwischendurch auch mal von Chivas Regal, aber das ist dann mittlerweile eingestellt worden, die Zusammenarbeit. Und man hat sich eigentlich wieder auf eigene Abfüllung mit Jahresangabe besonnen. Die Brennerei war mal, ich glaube, von 1996 an für 6 oder 7 Jahre stillgelegt. Ist dann von der Firma Benriach, die auch die gleichnamige Brennerei betrieben hat, aufgekauft worden und schließlich heute im Besitz von Brown-Forman, einer amerikanischen Firma. Dieser Whisky ist mit 43 Volumenprozenten abgefüllt, nicht gefärbt und trotz 43 Volumenprozenten nicht kühl gefiltert. Kann also passieren, dass, wenn man ihn mal eigentlich wieder der Vernunft doch mit Whisky, mit Eis trinken möchte, dass der etwas trübe wird. Aber sonst ist der Whisky also sehr schön, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. So wie es das Whisky-Liebhaberherz begehrt. Gereift ist der Whisky in Oloroso-Sherry-Fässern und in Pedro Jimenez-Sherry-Fässern. Ja, es gibt einerseits eine gewisse Fruchtigkeit, andererseits eine gewisse Süße. Ja, von Glendronach gibt es noch ältere Standardabfüllungen, die dann alle einen bestimmten Zusatznamen tragen. Der 15-Jährige heißt zum Beispiel Revival, der 18-Jährige Allardyce nach dem Gründer, der 21-Jährige heißt Parliament. Das soll damit zusammenhängen, dass die Raben, die rund um die Brennerei in den Bäumen sitzen, halt wie ein Parlament da auf die Brennerei aufpassen. Gut, dann genug der Vorrede. Vielleicht noch zum Geschmacks- und Geruchsprofil. Hier hinten drauf steht Farbe, tiefes Bernstein, Rotgold, das ist zutreffend. In der Nase soll er süß, cremiger Vanille, Spuren von Ginger und Herbstfrüchten haben. Der Geschmack soll dann reich, cremig, seidig, warm, ja, reich an Eiche, Cherry-Süße, volles Mundgefühl, Rosinen und weiche Früchte haben und das Finish soll lang, körperreich und leicht nussig sein. So viel zur Beschreibung, dann wollen wir mal sehen, ob das auch zutrifft. Ja, Fruchtigkeit ist schon zu spüren am Korken. Ja, eindeutig Sherry gereifter Whisky. Eine sehr ansprechende Fruchtigkeit. Aber nicht unbedingt nur frische Frucht, sondern eben auch reifere, wie es alt auch drauf steht, dunklere Herbstfrüchte. Ja, eine Spur Vanille ist auch noch da. Alkohol sehr, sehr gut eingebunden, also ein wunderbares Geruchsprofil. Ja, cheers. Mhm.
ausreichend Kraft, 43 Volumenprozente sind absolut genügend. Ja, Fruchtigkeit bleibt auch auf der Zunge und im Abgang dann aber schon meines Erachtens relativ viel Eiche von den europäischen Eichenfässern halt. Dann relativ langer Abgang, ja, aber mit einer gewissen Trockenheit dann. Ja, also wer auf Sherry-Fass-lastige Whiskys steht, der ist hier allerbestens bedient. Das ist ein wunderbares, gereiftes Produkt. Preislich sehr interessant, also Mitte 30 Euro zurzeit. Manchmal sogar um die 30 nur, wenn man Glück hat. Also sehr zu empfehlen. Und schaut mal nach, ob es euch genauso schmeckt. Dann würde ich mich über Rückmeldungen sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen für heute. Euer Schwert.